Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 mit den lieben Main Six. Rarity ist schon wach, Applejack ist schon auf Arbeit, mumbelt noch in Ruhe was, sie muss glaube ich auch bald weg. Ja, wir müssen uns da wirklich mal auch mehr auf die Karrieren konzentrieren, sie muss in 2 Stunden auf Arbeit sein. Hat sie eigentlich, ja, sie hat ihre Berichte nicht ausgefüllt, leider. Oh nein, jetzt spricht sie, nein. Was macht sie? Sie putzt, obwohl sie noch die Macaroni mit Käse isst. Du sollst Macaroni mit Käse essen. Nicht putzen, das ist wichtiger. Hä, was ist bei ihr? Hey, ich habe gehört, dass du mit den Triads... Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Triad Spark angefreundet hast. Die ist ziemlich cool. Ja, okay. What? Wie läuft's eigentlich bei dir? Daten durchsuchen, nicht begonnen. Okay, ich muss mich aber wirklich mal ein bisschen ranhalten, dass sie eventuell auch, ja, irgendwann mal befördert werden. Bei Rarity lege ich irgendwie besonders viel Wert drauf. Was hier? Ach, weil sie gerade geputzt hatte. Ja, sehr schön. Ich weiß gerade nicht, oh, wer bist du denn? Marius Jakob. Das ist auch ein... Soll das Marius heißen? What the fuck? Okay, ja, mach mal weiter, meine Gute. Danach kannst du sie vielleicht lehren, wenn noch Zeit ist, aber ich glaube fast nicht. Nein, das sieht schlecht aus. Futter in Ruhe, dein Essen. Wie geht's bei dir? Du hast ausgeschlafen. Dann kannst du das hier mal lehren. Und den Griff nehmen. Das hier brauchen wir dann auch nicht mehr. So. Ich hatte das eigentlich nicht aufgegessen. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber sie keinen Hunger mehr hat, vermutlich. Nee, dann muss es nicht essen. Komm, ist gut. Stell es einfach ab. Musst du jetzt eh nicht auf. Du musst auf Arbeit, ne? Ja, gut. Sie sieht auch voll gut aus in ihren Arbeitsklamotten, ne? Passt voll. Gut, Fluttershy. Ja, du musst wirklich dringend was essen. Warum gehen die jetzt eigentlich zur Zeit immer raus und nicht hier hin? Ist hier irgendwas, was dir nicht gefällt? Doof. Okay, was. Oh. Pinkie Pie, du musst dringend aufs Klo und hast ausgeschlafen. Raus aus den Federn mit dir. Verwenden. Ja, wir gehen da jetzt. Und du hast 3 Tage bis zur Arbeit. Dann kannst du Witze schreiben an deinem Rechner. Ist es bei Schreiben? Bei Comedy bestimmt, ne? Witze schreiben. Mach das dann mal am besten. Vielleicht am frühen Morgen. So, wie sieht's bei Twilight aus? Sie muss auch gleich auf Arbeit sein. Und sie hat ihre Aufgabe abgeschlossen. Das ist sehr gut. Ja. Ich lasse sie mal langsam aufwachen. Oh, bist du Aaron? Du bist doch Aaron, oder? Nee. Du bist Dominik Fiers. Die Spin Masters und Stammgäste, ha? Ein ganz cooler Typ, also. Ich verstehe schon. Und du musst eh gleich auf Arbeit. Um dich kümmere ich mich mal nicht weiter. Du musst auch wieder. Ja, aber erst in 5 Stunden. Na gut. Gut. Dann holst du dir auch mal was zu essen, meine liebe Rainbow. Oder? Musst du noch trainieren? Nee, du musst nicht trainieren, ne? Das hast du gemacht. Ja. Gut, dann spachtelst du einfach was. Brunchen ein. Öffnen. Was haben wir denn hier noch so? Noch so ein einzelnes. Buntbarsch aus der Pfanne. Buntbarsch essen. Dann machen wir mal ein bisschen Lautstärke ändern. Machen wir es einfach mal mittel. Meshka! Was hast du denn? Oh, hast du es kaputt gemacht? Dann musst du es reparieren. Reparieren und aufwischen. So macht man das. Nicht einfach weggehen. Wobei ich weiß gar nicht, ob sie das schafft, weil sie muss auch wirklich gleich zur Arbeit. Aber ich lasse sie einfach mal anfangen. Die meisten sind schon wieder auf Arbeit. Und hier geht's nur okay. Okay ist der kleine Bruder von Scheiße. Oh, Mist. Na, Fluttershy, wird das was? Vor allen Dingen bis um. Vor allem, das Ding läuft nebenbei. Wie wär's, wenn du das vorher mal ausmachst? Nur so als Tipp? Ach, Fluttershy. Hast du dein erstes Mal in der Sauna mit Pinkie Pie und kriegst nicht mal das Ding repariert? Was auch immer das damit zu tun haben soll. Aber hey, was machst du? Oh.
voll cool, dass er das da runtertropft. Wartet, wartet, da. Schaffst du es? Heute noch? Aufwischen schaffst du vermutlich eh nicht mehr. Begegnung im Aufzug. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Rarity von ihrem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und der Unternehmensleiter zusteigt. Soll Rarity etwas sagen, um Eindruck zu schinden oder den Mund halten? Etwas sagen. Okay. Rarity beginnt eine Unterhaltung mit dem Unternehmensleiter, der sich als recht freundlich herausstellt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Unternehmensleitung noch immer mit dem Arbeitern in Kontakt steht. Sehr schön. Weißt du, wenn du gerade so bist, kannst du das hier mal aufwischen, meine Liebe, und das hier wegwerfen. Mrs. So, und danach kannst du hier mal ein bisschen abdancen, wenn du magst. Dann kannst du dann die geilsten Dance-Moves von allen. So, und du schreibst hier immer noch, ne? Wie weit bist du denn mit deiner Aufgabe? Oh, schon fast fertig. Das ist sehr schön. Samsi. Samsi. Okay, wie sieht es mit deiner Gitarrenfähigkeit aus? Wie könntest du danach vielleicht auch noch etwas verbessern für die Arbeit? Hast du jetzt auch relativ lange frei, meine Liebe? Mach mal das einfach mal, ne? Samsi. Was ist das eigentlich? Pinkie Pie? Dein Partyleben nimmt langsam Überhand, ne? Ich sag's nur ungern. Cosum. Gut. Ich sag dir einfach mal, dass du noch an der Gitarre spielen kannst. Üben. So. Bei dir so? Kannst du eigentlich schon coole Dance-Moves? Energiesaft trinken? Nein, Aktionen. Runde bilden. Wieso kann sie mit Cranny eine Runde bilden? Achso, es ist generell einfach nur eine Runde mit Leuten. Es hat nichts mit der Gruppe zu tun. Ich verstehe. Aber warum noch mit Pinkie Pie und Cranny? Verstehe ich nicht. Okay, bei Pinkie Pie, vielleicht ist Cranny irgendwo auf dem Grundstück? Cranny? Da ist Cranny! Cranny! Na, du olle Socke! Cranny zum Tanzen einladen! Nein, du sollst Cranny zum Tanzen einladen. Wie wär's mit Cranny zum Tanzen einladen? Oder überhaupt mit Cranny irgendwas machen? Unglaubliche Geschichte erzählen. Irgendwie wirkt Cranny nicht sehr motiviert. Cranny? Alles okay mit dir? Oh, wie angenervt. So. Hi. Simsey. Tag verschönern. Warum willst du nicht mit uns interagieren? Hallo? Cranny. Was ist denn nur los? Leute? Leute? Ja, also ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht und ich weiß nicht, was es ist. Rainbow muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Okay, unbeeindruckender Lebenslauf. Ihr Lebenslauf ist nicht sonderlich beeindruckend, aber Fluttershy möchte ihren beruflichen Aufstieg ein wenig beschleunigen. Soll sie einfach zugeben, dass sie nicht viel Erfahrung hat und ihren Lebenslauf mit ein paar Dingen aufpeppen, die nicht ganz erweitert entsprechen. Ehrlich sein. Komm, nee, das kannst du nicht machen. Eines Tages wird sich etwas ergeben und was ist denn nur los? Was ist denn los mit Cranny? Hallo? Cranny hat irgendwie keinen Bock, mit uns irgendwas zu machen. Willst du ein paar an der Ente erzählen? Ach, jetzt geht's. Hä, warum? Ja, ich verstehe die Bugs irgendwie nicht. Es ist ganz komisch. Muskeln zeigen. Plan. Bewunderung ausdrücken. Über Geschicklichkeit reden, weil Cranny ist ja auch sehr geschickt, wie wir wissen. Diebe. Und danach gehst du ja schön auf Arbeit, ne? Oh, was ist denn bei...
Andauernd klingelt das Handy. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Pinkie Pie angefreundet hast. Die ist ziemlich cool. Okay. What? Und bei dir so? Du bist doch schon fertig. Du kannst jetzt mal ein bisschen Gitarre üben, meine Liebe. Pinky. Im Schlafanzug. Und los geht's. Zeig den Leuten was. Geht so, ne? Ich mag ihre Gesichtsausdrücke. Rainbow ist zur Arbeit. Na gut. Und das sind jetzt die einzigen hier mit Pinkie Pie. Und Pinkie Pie bekommt auch langsam Hunger. Aber lassen sie trotzdem noch etwas üben. Ich guck mal, wie es hier unten so aussieht. Sie kann sich dann auf jeden Fall etwas nehmen. Denke ich nehmen. Und sie kann auch mal verdorbenes Essen dann aussortieren. Was ist hier? Den Müll kann man auch mal lernen. Und sonst so. Lass mir noch mal ein bisschen Weihnachtsstimmung. Noch wenigstens bis Silvester. Kann man ja mal machen, ne? So, und dann spule ich mal so lange ein bisschen vor. Warum nicht? Passiert da eh nichts, hm? Dim, 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 dim. Ich stehe hier beim Schlafanzug und mache dim, dim, dim. Oh. Na. Dermalory. Sehr schön. Oh, bist du immer noch krank? Oh nein. Applejack. Okay. Komm, genau. Ich soll. Du sollst nicht duschen. Du sollst erfrischend duschen. Okay, danach kannst du auch was essen. Oh, Applejack. Verdorbenes Essen so sortieren. Nein, 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 nein. Einfach öffnen und sich irgendwas rausschnappen, was einem entgegenkommt. Hä? Ist irgendwas davon schon verdorben? Weil Pinkie Pie konnte von uns verdorbenes Essen aussortieren. Ist das verdorben? Anscheinend, ne? Ich weiß es nicht. Nehmen wir uns einfach mal davon ein Gericht. Ah, so. Du, 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 du. Kein Mensch ist hier. Da ist sie. Huch. Was sie immer rausgehen zurzeit. Richtige Outdoor-Leute hier. Noms, noms, noms. Was hast du da? Was ist da? Ach, nicht genug Training. Das können wir natürlich ändern, meine Liebe. Was ist das? Voller Energie. Na gut, dann kannst du ja oben dann mal richtig schön mit Schmackes trainieren gehen hier auf dem Ding. Training. Nein. Energiegeladenes Training. Das wird dir, denke ich, mal ganz gut tun. Okay, mach das mal, meine Liebe. Hm? Was hier guckt. Oh. Was ist das denn da? Ein dickes Kind? Ein dickes Kind! Oh nein. Ich glaube, sie wird wirklich wieder krank. Beförderung zur Assistentin der Geschäftsleitung. Rabbit hier wurde befördert und ist jetzt Assistentin der Geschäftsleitung. Oh, 3 Simoleons mehr. Wow, 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 wow. Leute, 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 haltet euch fest. Okay, Rarity. Das sieht aber schick aus. Du weißt, wie es geht, ne, meine Gute? Oh, da, die Bitch. Kennt ihr sie noch? Meine liebe Rarity, wie geht es dir denn? Dir geht's ganz gut, ne? Was machst du? Tanzen. Ja, würde ich auch gleich vor Freude etwas tanzen. Aber du könntest ja, du musst bestimmt wieder deine Berichtshefte ausfüllen, oder? Genau. Wo war denn das? Im Internet-Web? Anmachsprüche durchsuchen? Nein. Lustige Videos auf sie? Nein. Berichte ausfüllen. Da. Oh, und du musst Level 2 der Logikfähigkeit erreichen. Na, das könntest du auch noch tun. Krieg mal hin, dann musst du wieder arbeiten in 16 Stunden. Ach du Kacke, okay. Du trainierst, bei dir ist alles okay und du machst auch wieder ein Ding. Na gut. Oh, Rarity. Mir macht es mir voll Spaß, sie zu spielen, weil sie so hübsch und erfolgreich ist. Sie sieht jedenfalls auch sehr erfolgreich aus. Aber ich finde, dass ihr früheres Outfit ihr besser gestanden hat. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Wir können bald dann auch Rainbow Dash wieder einen guten PC kaufen.
Oh. Wie läuft's bei dir so? Unwohl? Na gut, dann hör auf, komm. Hast genug geübt. Sehr schön. Macht das hier Spaß? Hm? Was? Ich habe gehört, dass sich an den Klippen gerade eine verrückte Party... Nein, wir gehen jetzt hier auf keine verrückte Party. Wir haben hier krasses Alltagsleben, ja. Wir müssen gucken, wie wir hier vorankommen. Rabbit hier hat Pflichten. Sie eigentlich doch auch, ne? Wenn ich drüber nachdenke. Muss ich gleich mal nachgucken. Sie muss ja noch, ja, Daten durchsuchen. Das kann sie direkt danach mal machen. Nee, in ihrem Super-Duper-Rechner. Daten durchsuchen. Bestimmt wieder im Web. Mhm. Informationsrecherche, Geheimdienstdaten durchsuchen, genau. Das kannst du dann auf jeden Fall mal machen, meine Liebe. Sehr gut. Und du hast dann auf jeden Fall Knast. Okay, du gehst danach duschen. Und holst dir auch noch was zu futtern. Muss alles schön hier geregelt werden. So. Ein Gericht nehmen. Was macht Pinkie Pie? Ach, sie ist jetzt hier. Natürlich. Was auch sonst. Nom, 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 nom. Und was sehe ich denn da? Da läuft schon wieder die Musik. Immer läuft bei Flutterschein die Musik. Und Twilight hat heute nach Hause gebracht und einen Urlaubstag verdient. Ach so. Oh, Flutterschein wurde zur Bloggerin. Dann bekommt mehr Geld. Yay. Und du musst auf jeden Fall auch mal duschen, Pinky. Pinky, du musst duschen. So, wie sieht es bei dir aus? Du könntest dir auch was ins Gesicht klatschen. Du könntest mal verdorbenes Essen aussortieren. Und wieder nach ein Gericht nehmen. Wir müssen hier ein bisschen... Gut, du duschst schon. Du könntest eigentlich alles auch mal so verkaufen. Kiss so ma, na ba da da da. Nieba, nieba, nieba. Niebmann, ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas aufhängen, wenn ich verkaufe. Niebmann, Niebmann. Niebmann, Niebmann. Was tust du? Nein, du sollst nicht im Internet dürfen. Du sollst Bücher lesen. Du wirst jetzt lesen. Bauer ohne Frau. Mir scheißegal, ob du das schon 10-mal gelesen hast. Du liest das jetzt nochmal. Sehr gut. Wie läuft's bei dir? Oh, was ist hier schon wieder los? Nein, okay. War nur einmal kurz geklingelt. Oh, oder auch nicht. Was? Nein. Boah, die wollen immer so Zeit hier einverbringen. Das ist ja schlimm. Wieso ist denn mir keine Zeit? Ich meine, wir sind auch so ein großer Haushalt. Muss ich auch schon sagen. Bist du fertig? Oder ist er kaputt gegangen? Nee, du bist fertig, hä? Okay, du bist fertig. Sehr gut. Huch. Oh nein. Sie fühlt sich unwohl. Ja, aber sie müsste eigentlich auch langsamer befördert werden, oder? Also, der Haken ist schon sehr weit. Wenn ich das so sagen darf. Na gut. Harmony. Du könntest doch eigentlich auch mal aufs Klo gehen noch. Und dann noch schlafen, Applejack. Ach Gott. So, liebe Freunde. Aber vielleicht gehen wir bald mal auf eine Party oder gucken mal in einem neuen Dorf vorbei, welches bei dem Erweiterungspack dann dazugekommen ist. Ganz ohne geht's ja dann auch nicht. Du hast auch nichts zu tun, meine Liebe. Dann gehen wir aufs Klo. Wenn man nichts zu tun hat, geht man immer aufs Klo. So machen das jedenfalls Mädchen in meiner Klasse immer. Lied spielen, Inventar üben, übst so weiter. Okay. Vielleicht steckt das nächste Mal nochmal eine Fred Party. Ich weiß es noch nicht. Und ich sage dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.